Moin Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Atletico Madrid Karriere. Heute gegen Villarreal. Ach, Getafe ist das. Wo steht momentan denn Getafe? Getafe spielt gegen den Abstieg momentan, 16. Huseca 20 Punkte, Getafe 2. Betis Sevilla auch da unten drin mit 2 Punkten nur, also von 15 bis 20 oder wie viel ist noch alles drin. Und wir spielen jetzt gegen Getafe und gegen Huseca. Also erstmal gegen zwei Absteiger, aber dann geht das Spiel gegen Real los. Dann geht es wieder in die Champions League gegen Betis dann. Also wir spielen innerhalb der nächsten 1, in den nächsten 1, 2, nee, 2, 3 Wochen. In den nächsten 2, 3 Wochen spielen wir gegen drei Abst also drei, die unten mitspielen. Getafe, Huseca und ich weiß ja nicht, ob die dann immer noch unten mitspielen, aber Betis ist auch noch momentan unten drin. Also, das sind ungefähr 3 Wochen, 2, 3 Wochen. Und jetzt muss ich erstmal gucken, was ich mache. Korea rein. Problem ist, ich kann ja gleich auch nicht mit Top-Ausstellung spielen, weil gleich. Obwohl, nee, ich mache das halt wirklich lieber so. Sanchez rein. Ja, Diego Costa. So, Leute. Weil wir müssen ja auch überlegen, dass du gleich ein Spiel ist und dann gegen Real wieder. Und gegen Real sollen die halt fit sein. Und deswegen lasse ich so ein Jesus jetzt mal lieber spielen. Auch wenn er danach richtig ausgepowert ist, aber lieber jetzt. Digga, Leute, das mag ich, das muss ich kurz machen. Lieber jetzt spielen lassen, als wenn er dann gegen Real keine Puste hat. Also ich finde. Oh, jetzt habe ich den flach gemacht. Scheiße. So, jetzt. Oi, wo geht der denn hin? Kein Versuch mehr. Also, wenn ich jetzt einen Fehler mache. Der kommt, der kommt. Mann, so müsste das mal im Spiel laufen. Dass wir so schöne Kombinationen da rausholen. So. Ja, wenn ich hier manchmal so ein Geräusch hat, ich habe hier einen Kaffee und deswegen den stelle ich meist direkt hier neben das Mikrofon und dann werdet ihr manchmal so ein Klack-Klack hören. Wenn ich den mir manchmal nehme und dann wieder hinstelle. Ja, und jetzt geht's gegen den FC Getafe. Scheiße, jetzt habe ich den falschen Dings ge. Am Anfang taten wir uns noch so schwer gegen Valencia und so. Die stehen auch an zweiter Stelle, Valencia. Und wir haben so langsam reingefunden. Ne? Also, so langsam haben wir uns halt jetzt wirklich reingefunden. Diego Costa. Da kommt Jesus leider nicht ganz hin. Aber trotzdem, aus meiner Sicht, haben wir uns hier reingekämpft in die Liga. Nachdem die am Anfang das ja nicht so gut losging. Gegen Real war, finde ich, eine super Partie. Beide mit vielen Chancen. Aber dann gegen Valencia war Kacke. Und da habe ich gedacht, oh gut, das kann ja was werden in der Liga. Aber dann direkt am zweiten Spieltag haben wir uns gesteigert. Oder hatten wir das erste Spiel gewonnen und dann den zweiten Spieltag gegen Valencia gespielt und da verloren. Auf jeden Fall, wo ich gegen Valencia gespielt habe, dachte ich, scheiße, jetzt gehen wir ab. Aber dann haben wir uns wieder super direkt danach gesteigert und Getafe geht in Führung. Getafe, der irgendwie 18 Platzierte, nee, 18 Platzierte jetzt nicht, 16, 17, 15 Platzierte, 15 Platzierte oder so, 15 oder 14, glaube ich, geht hier gegen uns in Führung. 1 zu 0 Getafe. Und das müssen wir jetzt natürlich erstmal wieder irgendwie gerade richten oder generell gucken. Aber Getafe macht hier gerade so ein bisschen auf. Du, also wir sozusagen, wir wollen das hier gewinnen heute. Oh, und der Fehlpass. Und Getafe kommt wieder dadurch in den Angriff. Jetzt vielleicht die nächste Flanke. Nee.
Jetzt versuchen sie es flach durch die Mitte mal, aber jetzt vielleicht. Diego Costa über einen Konter jetzt wieder mal. Nee, da kommt wieder ein Fehlpass. Also das muss ich wirklich. Aber auch jetzt wieder Getafe mit dem Fehlpass und wir kurz danach auch wieder. Also das ist kein normales Spiel, Leute. Und aufpassen, Getafe schon wieder. Getafe schon wieder! Aber der geht dann doch deutlich drüber. Also. Das war jetzt mal gut kombiniert. Ja, und dann kommt wieder so ein blöder Fehlpass und Getafe wieder im Angriff. Und gefährlich vielleicht. Vielleicht kommt ja jetzt mal ein Schuss aus der Distanz. Nee. Auch da dann wieder ein Fehlpass. Diego Costa, Jesus. Der ist nicht schlecht, aber der steht dann auch im Abseits. Jetzt zum Beispiel, Leute, habt ihr die beiden Geräusche gehört? Da habe ich jetzt einen kurzen Schluck Kaffee getrunken. Ja, es war, ich habe mir das ja noch mal gerade kurz die Wiederholung angesehen. Es war knapp abseits. Das habe ich, glaube ich, war mir da überhaupt nicht sicher. Mit bloßem Auge hätte ich das. Ja, und Passquote da 79% schon. Jetzt nach nur 24 Minuten so schlecht schon. Och, und der nächste Fehlpass, also. Und Getafe mit der nächsten Chance. Und wir kommen hier nicht so wirklich in die Partie rein. Oh, die haben sich Denis Suarez gekauft und Muriel kommt zur Chance, aber Ball nicht im Tor. Aber Getafe die bessere Mannschaft. Wir kriegen hier gar nichts hin. Nach vorne. 30 Minuten noch keine einzige Chance. Außer die von Gelson Martins. Aber das war ja abseits. Also zählen wir die jetzt mal nicht mit. Aber wir stehen hier alle in einer Hälfte. Wir wollen jetzt natürlich auch endlich mal unsere erste Chance haben. Aber Getafe steht dann auch wieder gut. Und macht die Lücken zu. Jetzt vielleicht. Und das ist der Pfosten. Jetzt hat Getafe Glück. Aber verdientes Glück, muss man sagen. Weil Getafe ist hier die bessere Mannschaft. Wir haben direkt wieder mit Diego Costa. Getafe hat da verdientes Glück. Und Saul. Saul. Vielleicht ist es jetzt. Wie soll man es nennen? Der Durchbruch. So dass wir jetzt besser werden in dieser Partie. Vielleicht war das der Durchbruch durch diesen Pfosten und diesen. Aber Muriel! Muriel! Will drüber lupfen, aber Oblak hat ihn. Also Getafe lässt sich hier nicht bezeugen, dass wir hier Dritter oder Vierter sind. Und die irgendwie Dritter oder Viertletzter. Davon lassen die sich gar nichts anmerken. Die spielen einfach ihren Fußball. Und können das machen, das auch sehr gut, muss man sagen. Der Ball kommt wieder an, der ist nicht weg. Aber Oblak vielleicht doch noch eher da als der Spieler von Getafe. Und aus meiner Sicht steht es hier verdient 1 zu 0 für Getafe. Und es war auch verdient, dass der Ball da vom Pfosten rausgesprungen ist, finde ich. Aber jetzt hat Jesus die Chance zum 1-1. Und das noch kurz vor der Halbzeit. Jesus. Jesus! Und dann will ich da wieder. Da wollte ich noch den Haken schlagen, aber hat denn nicht geklappt. Hatte nicht geklappt, Didu, oder wie der heißt. Didiu. Flach rein, kommt nicht. Saul. Schön. Saul.
Renato Sanchez schickt jetzt mal Gelsen Martins. Jetzt ist es auch kein Abseits. Gelsen Martins. Ah, der winkelt dann doch aber sehr, sehr spitz. Aber ich würde sagen, Halbzeit jetzt, oder? Ja, es ist eigentlich nur plus 2, wir sind schon bei plus 4. Ja, Halbzeit jetzt. Ja. So. Arias. Saul. Alter, jetzt nervt die mich doch nicht. Saul. Renato Sanchez. Abseits wäre es auch gewesen, glaube ich. Korea, jetzt nochmal kurz nach Halbzeit. Vielleicht gibt es da jetzt was. Nein. Ach, Manometer, Leute. Jetzt vielleicht mal. Ball kommt gerade irgendwie noch an und Korea. Schuss. Und der ist. Da ist er jetzt. Manometer, da haben wir jetzt die Chance da, aber. Nicht drin. Aber nicht, die kann ich nicht aussprechen, Leute. Kug, irgendwie so eine, so ein Ding. Okay, was das jetzt sollte von Getafe, weiß ich nicht, weil dadurch kriegen wir einen Einwurf oder sogar eine Ecke. Ja, sogar eine Ecke. Saul. Korea kriegt den nicht. Gabriel Jesus steht noch da hinten. Renato Sanchez bringt er jetzt die Flanke. Muss er ja eigentlich. Nee. Doch, aber nicht von Renato Sanchez. Gute Chance. 1-1. Wer war es am Ende? Hernandez, oder? Es müsste der Linksverteidiger gewesen sein. Lucas Hernandez. 59. Minute 1:0. Das kann sich doch sehen lassen jetzt. Ach, 1-1, Leute. Nein, wir wollen ja Getafe nicht schlechter machen, als sie sind. Aber Muriel, Muriel, Oblak. Man muss einfach sagen, der Oblak hält auch gut. Ach scheiße, ich habe fünf falschen Mann reingebracht, egal. Oblak, Oblak hat ihn. Oh, Fehler! Und Oblak, und Oblak. Und Oblak. Renato Sanchez. Och, Fehler. Jetzt Diego Costa. Kann ihn aber nicht ausnutzen. Denn Soria ist da. David Soria. Der Torhüter von Getafe. Ach, der kommt wieder. Fehlpass. Aber Lucas Hernandez, den wollte ich gerade erst auswechseln. Und dann macht er da in der 59. das 1-1. Und den muss Korea kriegen. Den kriegt er wahrscheinlich auch im Laufduell jetzt. Oh, nee. Zu langsam. Und ich denke mal, ich werde gleich nochmal wechseln müssen können. Und wieder Oblak. Und wieder Oblak. Very good. Und ich werde nochmal wechseln jetzt hier. Und zwar so und einmal so. Griezmann kommt noch mal in den Sturm, aber jetzt kommt erstmal Correa über die rechte Seite. Flanke in die Mitte. Diego Costa, Diego Costa.
Aus 16 Metern kommt da der Kopfball ungefähr 16 Meter. Und der kommt gar nicht mal ungefährlich. Und Diego Costa schon wieder am Ball. Und die Zeit läuft und läuft und wir können momentan leider nicht wechseln. Und jetzt aber. Kein! Holy shit, das will ich mir nochmal angucken. EA. War das da wirklich keine Fehlentscheidung? Boah, hier schon. Ja, okay, da, das ist nichts, aber jetzt. Ne, Pressball und dann spielen wir natürlich auch den Gegner, aber das ist ein normaler Pressschlag. Also wir spielen den Ball, beide treten dagegen und dann fliegt er halt um. Also es ist kein Foulspiel. Würde ich mal behaupten. Also ich hätte da hier keinen Foul gepfiffen, aber. Ja, hat ja EA auch nicht. Und guck jetzt mal nochmal jetzt vielleicht vorne im Sturm. Bisschen für Ordnung. Gelson Martins kommt jetzt. Nee, der kann. Aber der kriegt den Ball nochmal wieder. Und jetzt das wichtige Sprintduell. Und dann verhaut er das Ding hier so. Oh, und der ist gar stark. Portillo. In die Mitte, aber dann können wir den Ball klären. Und Renato Sanchez haut das Ding nach vorne. Findet vielleicht Griezmann. Nee, er findet Diego Costa, aber der ist dann zu langsam, um am Ball vor David Soriano zu sein. Und das war wohl Abseits. Und wir nehmen vielleicht hier wirklich nur ein 1-1 mit. Wir haben uns gesteigert, aber trotzdem würden wir hier nur ein 1-1 mitnehmen. Diego Costa, findet der vielleicht da nochmal. Nee, er findet Martins, Gelson Martins. Aber der kriegt den Ball dann nicht um den Torwart rum. Also in die Mitte rein oder ins Tor. Und so gibt's Abstoß. Eigentlich sollte der ja auf Griezmann kommen, aber. Ja, jetzt hier Abwehrverhalten. Alderweireld, schön. Und Oblak haut das Ding nach vorne auf Hoffnung, dass er mal auf Griezmann kommt und nicht ganze Zeit auf die Kosten. Der hat gar kein Tempo mehr. Der ist fix und fertig. Hätte ich eigentlich, glaube ich, eher Jesus weiterspielen lassen sollen. Weil der schont sich ja. Diego Costa wird vielleicht auch im nächsten Spiel schon wieder spielen. Renato Sanchez, was mache ich jetzt? Einfach mal tief in den Schaffer und der kommt auf Rodri. 2-1. 89. Ist es hier die Entscheidung? Wir gewinnen das Spiel vielleicht mit 2-1 durch Rodri. Ich habe mir gedacht, einfach mal in den Richtung Strafraum reinpassen. Und dann steht da Rodri, so was von richtig. Und macht hier in der 89. das 1 zu 2. Oder das 2 zu 1, 2 zu 1 aus unserer Sicht. Und Rodri schon wieder am Ball. Und das ist aber wieder Diego Costa und der hat einfach kein Tempo mehr. Der hat einfach keine Power mehr. Correa bringt die Ball nochmal Richtung Mitte. Griezmann! Und das ist Schluss. Wir gewinnen tatsächlich hier mit 2 zu 1. Verdient will ich jetzt nicht behaupten, aber. Ja, verdient will ich jetzt nicht behaupten, aber haben gut gespielt in der zweiten Halbzeit. Am Ende, wenn man die Statistik sich anschaut, auch dann verdient, weil wir haben unsere Passgenauigkeit auf jeden Fall noch ein bisschen verbessert, glaube ich sogar. Ja, jetzt nochmal ein Spiel gegen Absteiger. Da werde ich auch jetzt im Sturm kein Jesus, kein Diego Costa, kein Griezmann spielen lassen. Natürlich muss ich einen davon spielen lassen. Muss ich mal gucken, wen, aber ich werde auf jeden Fall. In dieser Partie werde ich auf jeden Fall diesen Kalnitzchir hier mal spielen lassen. Den will ich mal ausprobieren, genau. Wahrscheinlich mit Griezmann und dann bringe ich irgendwann den Diego Costa rein. Weil Griezmann, der wird auf Full Green kommen, aber dann zur Halbzeit werde ich dann Diego Costa reinbringen. Denke ich mir mal, so wird es dann aussehen.
Und wir trainieren mal kurz in dieser Folge noch. Geht aber keiner hoch, leider. Thielemans beide auf 80, das ist doch schön. Alexander Arnold auch fast auf 80, auch schön. Und ja, Sanchez ist auch gut. Und Jesus habe ich eigentlich nur drin, weil ich denke mal, der hat großes Potenzial auch. Und deswegen habe ich eigentlich nur Jesus drin. Und ja, da würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge. Hat richtig Bock gemacht, die Folge. Und dann sage ich Tschüss.